Herzlich willkommen zum Thema Staffelmietvertrag. Wir wollen uns heute anschauen, was du beim Staffelmietvertrag beachten solltest und wie du die Staffelmieten vereinbarst, damit sie auch gültig sind. Als allererstes wollen wir natürlich erstmal klären, was bedeutet Staffelmiete? Ein Staffelmietvertrag ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Sache, denn als Vermieter hat man keinerlei Aufwand mit der Mietanpassung und als Vermieter weiß ich von vornherein, worauf lasse ich mich ein. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel sage, 2018 möchte ich jetzt meine Wohnung vermieten, so, dann steht im Mietvertrag drin, 2019 steigt die Miete auf Summe X, 2020 Summe Y, 2021 Summe Z, so und so weiter und so fort. Je nachdem, ob er befristet oder unbefristet ist, weiß ich als Mieter und Vermieter, was kommt auf mich zu, womit kann ich rechnen und keiner hat Stress mit ungeplanten Mieterhöhungen oder Überraschungen. Denn, ich sag mal, wenn jetzt eine normale Mieterhöhung durchgeführt werden würde, müsste ich entweder Vergleichsmieten anführen oder also müsste ich gucken, wie sind ist die ortsübliche Vergleichsmiete, das bedeutet Mietspiegel und so weiter. Oder ich gucke, wie sind vergleichbare Wohnungen, da muss ich dann drei raussuchen, die von Lage, Art und Ausstattung identisch sind und schauen, wie ist dort die Miete und dementsprechend kann ich dann eine Erhöhung begründen oder nicht. So, das ist natürlich mit sehr viel Aufwand verbunden und dem kann man entgehen mit einem Staffelmietvertrag. Das Ganze hat natürlich Vor- und Nachteile. Die Vorteile hatten wir eben schon kurz besprochen. Zum einen Erhöhung ab Beginn. Jeder weiß, worauf er sich einlässt, Vermieter und Mieter. Und ich habe nachträglich keinen Aufwand mehr, die Miete anzupassen, es sei denn, die Staffeln enden irgendwann, weil wenn ich einen befristeten Staffelmietvertrag mache, laufen die Staffeln irgendwann aus und ich muss den herkömmlichen Mieterhöhungsweg wählen. Nachteil sind zum einen, dass die Staffeln korrekt aufgeführt werden müssen. Das bedeutet, wenn ich das falsch in den Mietvertrag reinschreibe, wird die Staffel ungültig und ich kann nicht mehr erhöhen. Dementsprechend ist dann wieder die herkömmliche Mieterhöhung gültig. Ich kann keine außerplanmäßigen Mieterhöhungen vornehmen durch beispielsweise Renovierung oder Sanierung, was ein Nachteil ist, muss man natürlich, es kommt alles immer auf das Objekt drauf an, wenn das beim Objekt überhaupt nicht notwendig ist oder wenn das neu sogar ist, das Objekt, dann ja, ist klar, dann macht das ja keinen Sinn. Und die Mietpreisbremse, was natürlich ein strittiges Thema ist. Nach dem Münchner Gerichtsurteil ist sie ja auf der Kippe. Aktuell gibt es aber noch ein paar Städte, wo die Mietpreisbremse Gültigkeit hat. Und wenn die Mietpreisbremse vor Vereinbarung des Staffelmietvertrages schon gegolten hat, wird dieser Staffelmietvertrag davon beeinträchtigt. Und wir sehen nachher nochmal in der Beispielrechnung, wie genau sich das dann darstellt, wenn du deine Staffelmiete, wenn deine Staffelmiete durch die Mietpreisbremse beeinträchtigt wird. Und das ist nochmal ganz wichtig: Erhöhungen könnten Mieter abschrecken. Wichtig ist, dass das trotzdem noch ein gutes Geschäft für beide Seiten ist. Also ich möchte jetzt nicht, dass du anfängst, Miete abzuziehen, sondern es soll halt immer so sein, dass die Miete angemessen ist, dass es für dich ein gutes Investment ist und dass der Mieter trotzdem die Miete vernünftig zahlen kann, ohne jetzt irgendwie abgezogen zu werden. Also es muss für beide Seiten immer fair sein. Worauf solltest du also achten? Ich hatte ja schon gesagt, die Formulierung ist sehr, sehr wichtig. Die Formulierung der Staffel. So, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, Mietbeginn 1.10.2018. 800 Euro Kaltmiete. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie ich das theoretisch in den Mietvertrag reinschreiben könnte. So. Entweder ich sage 1.10.2019 um 3%, 2020 3% und so weiter und so fort, immer 3% wäre möglich. Ich könnte sagen, jedes Jahr um 1 Euro pro Quadratmeter. Wichtig ist übrigens, dass das nur Minimum alle 12 Monate angepasst werden darf.
um 1 Euro pro Quadratmeter jedes Jahr oder im ersten Jahr 820, 824, 842, 874, 900. Das würde 3% Erhöhung entsprechen. Was ist jetzt richtig? Prozent ist falsch und Quadratmetersteigerung, also Euro pro Quadratmeter pro Jahr, die Steigerung ist auch falsch. Der Mieter muss genau wissen, was kommt auf ihn in Euro zu, wie ist die Erhöhung. Und falls du einen Fehler dort machst, gelten die Staffelungen leider nicht. Also wenn du jetzt reinschreibst, jedes Jahr um 5%, jedes Jahr um 3%, dann ist es hinfällig. Ist natürlich immer die Frage, wenn der Mieter das trotzdem macht, ja, ist es wahrscheinlich nicht rechtens. Also wenn der Mieter es trotzdem zahlt, wenn es drinsteht, ist es zwar anfechtbar und er wird es trotzdem vielleicht zahlen. Aber wichtig ist ja, dass du auf der sicheren Seite bist und dort nicht irgendwann später das böse Erwachen kommt. Genau, andere Mieterhöhungen, hatte ich ja schon gesagt, sind ausgeschlossen bis zum Ende der Staffelung. Dann ist es wichtig, die Miete darf zu Beginn nicht zu hoch sein. Was bedeutet das? Wir müssen ja grundsätzlich uns, wenn wir keine Staffelmieten haben, an die Kappungsgrenzen halten. Kappungsgrenze bedeutet, dass du maximal 15, also je nach Stadt, Gemeinde oder Ort, maximal 15 oder 20% Mieterhöhung pro 3 Jahre ansetzen darfst. Und das gilt allerdings nicht also bis zum Mietspiegel, ne? Das ist auch ganz wichtig, bis zum Mietspiegel. Und das gilt natürlich nicht, wenn eine Mietpreisbremse gilt. So, bei der Mietpreisbremse ist es so, dass du ja auch bei einer Neuvermietung maximal 10% über der ortsüblichen Vergleichsmiete sein darfst. Also theoretisch, wenn du jetzt einen Ort hast, wo keine Mietpreisbremse gilt, könntest du ja beispielsweise, wenn du für 7 Euro die Vergleichsmiete ist, die normale ortsübliche Miete, könntest du ja bei Neuvermietung 9 oder 10 Euro nehmen, je nachdem, was jemand bereit ist zu bezahlen. Wenn die Mietpreisbremse gilt, natürlich nicht. Dann dürftest du maximal 7,70 Euro nehmen. So. Und da darfst du jetzt im Bereich, wo eine Mietpreisbremse gilt, nicht drüber liegen mit der Anfangsmiete. Also wenn jetzt beispielsweise für diese Wohnung die vergleichbare Miete laut Mietspiegel bei 600 Euro liegen würde, dürftest du nicht 800 nehmen. So, das ist halt nochmal wichtig. Genau, Mietpreisbremse ist nicht ausgehebelt, es sei denn, der Staffelmietvertrag wurde vor Gelten der Mietpreisbremse in dieser Stadt vereinbart. Was heißt das? Mietpreisbremse hatten wir ja gerade gesagt, Neuvermietung maximal 10% über der ortsüblichen Miete. Und Rechenbeispiel, wenn wir jetzt mal eine andere Wohnung nehmen, als Beispiel 500 Euro Kaltmiete, wäre die ortsübliche Vergleichsmiete für diese Wohnung. Und mit 10% drüber dürften wir ja 545 nehmen, wären wir ja voll im Rahmen. So, jetzt ist das in einem Staffelmietvertrag vereinbart, dass ab dem zweiten, also 2018 eingezogen, 2019 25 Euro Erhöhung. So, jetzt wären wir ja bei 570 Euro. Das bedeutet, wenn wir uns die Vergleichsmiete anschauen, nehmen wir an, die steigt um 1,5%, würden wir ja mit 570 Euro über den 10% liegen. So, das bedeutet für uns, dass eine rechtmäßige Erhöhung von 545 Euro um 1,5% auf 555,18 Euro rechtmäßig wäre. Demzufolge würde deine Staffel ausgebremst werden, also die Staffelmiete. Und das solltest du beachten. Natürlich, wie gesagt, ist die Frage, wie lange ist die Mietpreisbremse noch gültig? In München gab es ja dieses Urteil, dass die rechtswidrig ist. Wie sich das weiterentwickelt, weiß niemand. Das werden wir wahrscheinlich demnächst sehen. Genau, was ist, wenn dein Staffelmietvertrag vor der Mietpreisbremse vereinbart wurde? Dann gilt dein Staffelmietvertrag in jedem Fall. Es gibt immer noch die Möglichkeit, einen Kündigungsverzicht oder auch eine Mindestmietdauer in den Mietvertrag reinzunehmen.
Dies ist rechtlich zulässig bis maximal 4 Jahre. Es ist natürlich eine Frage, wer hat Bock, vier Jahre Mindestmietdauer zu haben? Also ich persönlich tue mich manchmal sogar schon mit 1 Jahr schwer, weil für mich ist Flexibilität das Wichtigste, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir sind jetzt zum Beispiel auch gerade umgezogen mit unserem Betriebssitz von Hamburg nach Leipzig mit einer Mindestmietdauer von 4 Jahren. Da bindet man sich schon krass, muss man ganz ehrlich sagen. Wobei natürlich Jobwechsel und ich ziehe in eine andere Stadt ist auch immer ein Sonderkündigungsrecht. Da ist es auch wieder dieses Thema Leben und Leben lassen. Wichtig ist, dass man den Mieter nicht abzieht oder ausbeutet. Da gilt es dann einfach mit dem Mieter zu sprechen, was ist für ihn okay. Ich sage mal, mit einem Jahr tut man niemandem weh. Vielleicht auch 2, habe ich auch schon gesehen. Aber 4 denke ich nicht, dass es sinnvoll ist, das auszureizen. Und es schreckt natürlich die Mieter auch ab, ist ja ganz klar. Wie lange gilt die Staffelmiete? Das ist natürlich die Frage, weil es gibt einmal die Möglichkeit, einen befristeten Staffelmietvertrag zu vereinbaren oder einen unbefristeten. Beim unbefristeten ist eine allgemeine Formulierung drin, wie beispielsweise Erhöhung zum 1.10. jeden Jahres um 25 Euro. So, jetzt natürlich wieder das Problem, wenn ich sage zum Beispiel, ich erhöhe das erste Jahr auf 825, das zweite auf 855, dann 900 oder 890 und ich rechne mir das durch und möchte jedes Jahr um 3 oder 4% erhöhen, steigt es ja exponentiell an, weil ich ja immer die Prozent von der bereits erhöhten Miete nehme. Wenn ich jetzt jedes Jahr um 25 Euro erhöhe, steigt es ja linear an, das andere ist ja exponentiell, weshalb das natürlich hier ein kleiner Nachteil ist, dafür aber der Staffelmietvertrag unbefristet ist. Beim befristeten Staffelmietvertrag ist es so, dass wenn die letzte Staffel gilt, beziehungsweise, also wenn ich sage mal, ich habe das für 5 Jahre abgeschlossen, 2018 zieht jemand ein, endet ja die Staffel 2023. Ab dann gilt die letzte Erhöhung, also die letzte Staffel, die höchste Staffel, die ich vereinbart habe. Und ich kann nur noch erhöhen, wenn die ortsübliche Mietspiegel es zulässt. Also wie bei ganz normalen herkömmlichen Verträgen. So, dann kann ich natürlich auch wieder Maßnahmen zur Renovierung umsetzen. Genau, das ist auch schon der Punkt. Warum solltest du die Staffelmiete befristen? Zum einen, Erhöhungen sind wieder gemäß ortsüblicher Vergleichsmiete möglich. Ist natürlich die Frage, was hast du für einen Standort? Geht da die Miete durchs Dach? Dann macht es vielleicht Sinn, irgendwann zu schwenken. Das muss man natürlich vorher genau durchdenken. Und du kannst halt Modernisierung und Sanierung wieder in der Miete, auf den Mieter umlegen und diese dann erhöhen. So. Die Frage ist natürlich, macht ein Mietvertrag überhaupt, Staffelmietvertrag überhaupt Sinn? Wenn du jetzt beispielsweise Studentenapartments in Uninähe oder wo viele Leiharbeiter um Firmen und Arbeitgeber drumherum wohnen, hast du meistens so oder so eine hohe Fluktuation und kannst regelmäßig neu vermieten. Da ist die Frage, macht Staffelmiete Sinn oder nicht? Oder wenn du halt auch gute Lagen in anderen, ich sag mal, in A-Lagen kaufst oder so, ist immer die Frage, macht das Sinn? Muss man einfach für den Einzelfall entscheiden. Wichtig ist einfach nur, dass du weißt, wie ein Staffelmietvertrag funktioniert und was wichtig ist. Fazit. Durch einen Staffelmietvertrag kannst du ohne nachträglichen Aufwand und Diskussion deine Miete anpassen. Wichtig ist, bitte das mieterfreundlich vereinbaren und mit dem Mieter sprechen, was ist für ihn okay, weil ich sage mal, eine zu hohe, zu krasse Staffelmiete kann auch abschreckend wirken. Wenn du jetzt zum Beispiel Staffelmietvertrag auf 15 Jahre vereinbarst und meinetwegen mit 500 Euro Kaltmiete beginnst und nachher im 10. Jahr steht da schon 1.300. Ich glaube, da macht der Mieter eine Rolle rückwärts. Also das wird er, glaube ich, nicht unterschreiben. Deswegen auch wichtig immer gucken, was kann man anbieten und was erwartet der Mieter eigentlich. Für dich als Investor sollte es sich natürlich auf jeden Fall rechnen und
Wenn du eine Staffelmiete vereinbarst, würde ich empfehlen, das so zu vereinbaren, dass du über der zu erwartenden Vergleichsmiete liegst. Weil sonst macht es für dich ja keinen Sinn, dann kannst du auch einfach mit dem normalen Mietspiegel mitgehen und fertig. Habe ich schon gesagt, Kündigungsverzicht bzw. Mindestmietdauer nicht übertreiben. Also 4 Jahre, das ist definitiv abschreckend. Das sind einfach nur mal die 4 Jahre, das, was maximal möglich ist. Wenn du jemanden findest, natürlich Glückwunsch. Ich würde es nicht machen. Genau, Mietpreisbremse solltest du beachten, falls sie in dem Standort, wo du investierst, gültig ist. Und ja, im Idealfall ist es ja auch so, dass du sowieso eine vernünftige, kapitalanlegergerechte Hausverwaltung hast, die sich um alles kümmert. Ich will dir nur mitgeben, dass du weißt, worum es im Staffelmietvertrag geht, und wenn die Hausverwaltung dir so einen Staffelmietvertrag empfiehlt oder vorlegt, dass du auch genau weißt, was gehauen und gestochen ist, und dort mitreden kannst. Oder für den Fall, dass du dich in ein Objekt einkaufst und da schon ein Staffelmietvertrag gilt. Das ist natürlich auch nochmal wichtig. Ja, das war's zum Thema Staffelmiete. Im nächsten Video wollen wir uns einmal die Indexmiete anschauen. Bis bald!